Hallöchen, hallo, ihr Lieben da draußen an den Bildschirmen. Willkommen bei der Newcomer TV-Nacht hier in Schmitten, sozusagen mitten im Taunus, drehen wir gerade die aktuelle Folge. Und ich möchte euch mitnehmen zur 8. Newcomer TV-Nacht, die vor ein paar Tagen erst in der Portstraße Jugend und Kultur stattgefunden hat. Und es war leider die letzte Newcomer TV-Veranstaltung in diesem Jahr, weil das Jahr ist jetzt schon fast zu Ende. Aber bevor wir in Tränen ausbrechen, möchte ich euch eine Band vorstellen, nämlich Katharina und die Bockenheim-Prolls. Eine Fun-Punk-Band aus Frankfurt, die sich nicht nur diesem Stadtteil verschrieben hat, sondern auch schon seit den Studentenunruhen in den 80ern, 70ern auf dem Goethe-Campus bzw. auf dem Bockenheimer Campus haben sie sich kennengelernt und seitdem arbeiten die schon zusammen und machen krasse Punkmusik mit deutschen Texten. Uns hat es sehr, sehr, sehr gefallen, ihr Konzert hier auf der 8. Newcomer TV-Nacht. Und ich hoffe, dieser Mitschnitt gefällt euch auch. Hier ein Riesenapplaus von euch natürlich für Katharina und die Bockenheim-Prolls. Gegangen in der Pandemie? Hattet ihr zu tun oder musstet ihr auch ums Überleben kämpfen oder seid ihr eher Amateure, obwohl ihr professionell arbeitet? Lebt ihr von der Musik? Das sind viele Fragen auf einmal. Also wir sind Amateure, die professionell arbeiten und in der Pandemie hatten wir irgendwie ganz neue Formen. Wir haben zum Beispiel mehrere Musikvideos gedreht und wir haben auch ein paar Aufnahmen im Homeoffice sozusagen aufgenommen und auch auf YouTube gestellt. Also wir sind sehr produktiv gewesen, würde ich sagen. Thank you.
Wer kann das noch nachvollziehen? Ich hasse es. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen, ein Radiointerview zu machen, und da habt ihr mir, also da ging es um die Bockenheim Stadtteil Rallye und inwieweit ihr euch mit diesem Stadtteil Bockenheim, für die Menschen, die es nicht wissen, das ist ein wunderbarer Stadtteil in Frankfurt, wo die Goethe-Uni ist und alter Unicampus und so. Und da kam so raus, dass ihr euch eigentlich in der Studentenzeit schon kennengelernt habt und seitdem zusammen Punkmusik macht. So ist das, so ist das. Ungefähr 25 Jahre. Damals waren wir noch jung und knackig. Oh, ihr seid jetzt immer noch jung und knackig. Und ja, also Bockenheim, damals war die Uni ja noch in Bockenheim und die sind ja jetzt heute rausgezogen an die alte IG Farbenhaus. Ja, ging voll ab, ne? Katharina und die Bockenheim-Prolls, ein wunderbares Konzert. Und wir sind gleich voll Highspeed bei der nächsten Band, nämlich einer Band, die etwas ganz anderes macht, ja, als Funpunk, die eher in Sachen Jazz, tanzbaren Jazz und Fusion-Musik unterwegs sind und die ein fantastisches, bezauberndes Konzert abgegeben haben bei der 8. Newcomer-TV-Nacht in der Portstraße Jugend und Kultur. Und hier ein kleiner Ausschnitt ihres Konzertes. Willkommen, das Tiefenrausch-Klangkombinat. Thank you.
ja so eine, weiß ich gar nicht, Mode. Auf jeden Fall gibt es so dieses Jazz-Tanz. Kennst du das? Also das heißt Swing-Dance. Ja, das kenne ich sehr gut. Also außer wenn die Paare so ganz weit und so geschwungen miteinander tanzen. Lindy Hop, ja. Ja, Lindy, ja. Genau. Ja. Hast du auch schon mal auf solchen Veranstaltungen gespielt? Ich habe relativ lang, bis Corona losging, einmal die Woche im Orange Peel haben wir so eine Veranstaltung gespielt. Es war immer super. Es war montags abends. Ja. Die Leute sind gekommen, haben sich ein bisschen so im 20er-Jahres-Stil angezogen und wir haben Swing gespielt im Big Band Musik, ja. Ja, also so mit Bläsern, Kontrabass habe ich da gespielt und ja, mal gucken, ob das weitergeht. Ich hoffe im nächsten Jahr, dass das wieder stattfinden wird, weil es ist einfach toll, wenn die Leute zur Musik tanzen. Das ist irgendwie ja, weil ich habe letztens, im Augenblick ist ja so ein bisschen so Bockenheim, alter Uni-Campus, so ein bisschen so ein Thema bei uns auch und Kulturerhalt, Bockenheim, Stadtteil-Rallye und so. Und da bin ich über den alten Campus gefahren, nachts um 1 Uhr und da hörte ich irgendwie einen Ghetto-Blaster, so swingmäßig und dann sah ich da so 10, 12 Pärchen irgendwie so in Dunkelheit miteinander Lindy Hop tanzen. Ich fand das sehr geil. Das ist doch wunderbar. Wir haben ja wirklich eine schwierige Zeit, aber es ist doch toll, wenn die Leute tanzen, dann ist es irgendwie so, es hat eine positive Ausstrahlung. Es ist wie so eine Seelendusche. Ja, oder? Also ja, so. Auf jeden Bist Fall. Du selber auch Tänzer? Gehst du gerne tanzen? Ich bin kein guter Tänzer. Ich habe es schon häufiger probiert, gerade im Orange Peel, in den Pausen, so hat ein DJ aufgelegt. Ich mache es gern, nicht gut, aber gerne. Arbeitet ihr mit dem Tiefenrausch-Klangkombinat? Also idealerweise probt ihr jede Woche 1 bis 2 Mal oder ist eher kurz vor den Auftritten, dass man dann die alten Noten rauskramt und dann miteinander nochmal 2, 3 Mal probt? So ist die Realität. Die Uta und ich, die Schlagzeuger und ich, wir treffen uns ab und zu mal, checken die Grooves, ne?
Und die Kollegen kommen dann vor dem Gig dazu, proben wir einmal. Das ist so eigentlich die gängige Praxis. Wir haben einen Gig, eine Probe und die Rhythmusgruppe checkt aber die Grooves schon mal ein bisschen so. Thank you.
Ich meine, wir haben es nicht oft mit jazzigen Sounds, aber es war so eine geile Reise mit dieser Band, mit dem Tiefenrausch-Klang-Kombinat, dass wir uns einfach überlegt haben, im nächsten Jahr einfach unsere Stilistik der einzelnen Newcomer-TV-Nächte zu erweitern und auch noch die ein oder andere Jazzband mit reinnehmen. Also uns hat es jedenfalls gefallen und ich hoffe euch auch. Und was soll ich sagen, wir sind schon wieder am Ende unserer kleinen Sendung. Und geht auf die Seiten von den Bands von Katharina und den Bockenheim-Prolls und vom Tiefenrausch-Klang-Kombinat und liked sie, ladet sie ein. Ich meine, wir leben in schweren Zeiten gerade, aber der Winter geht auch bald vorbei und dann kommt das Frühjahr und dann kann man wieder, hoffe ich, Konzerte sehen. Und ansonsten geht einfach auf ihre Seiten und sagt, hey, wir sind bei euch und vor allen Dingen das Tiefenrausch-Klang-Kombinat ist ja mit einer aktuellen CD unterwegs. Kauft einfach das Album und ansonsten bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und vielen Dank fürs Einschalten. Das war euer Seppel am Mikrofon und der wunderbare Jochen an der Kamera. Ciao.